Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei LR19 noch für den Marsch. So 2.6. Ja, die Wiesemähen ist fast fertig. Immer ganz kurz den Fahrer hier entlassen, damit der andere sich traut anzufahren. Und der Abstandsregel, ne, die ich selber lassen habe. Deswegen fährt er nicht weiter. Gut. Dann werden wir gleich den anderen auch entlassen. Und den Rest machen wir dann morgen. In-game, also morgen im Prinzip, also in-game. Und wir werden hier entsprechend dann hier auch schwanken lassen. Oder zur nächsten Aufnahmesession. Ich habe mal geschaut, ganz kurz, in den, da fehlt irgendwas zum Bodenprobe anfordern. Ne? Und also vermute ich mal, dass ich erst das Spiel wieder neu starten und speichern muss, dann Fleisch erscheint. Feld 23 soll noch gemacht werden und 24, 25. Mähen meine ich jetzt. Aber erstmal nicht. Ich bin nach der Ruhe. Ich wollte Kühe versorgen. Wieso muss ein Gerät entladen werden? Ah. So. Entladen ist gut. Quatsch. gucken wir gleich, ob das jetzt hier wieder spinnt. Zwar muss er hinten abkippen. Klappt eigentlich von alleine. Klappt nicht. Dann habe ich was wieder deaktiviert. Und zwar manuell. So automatisch machen. Ob ich da zufällig drauf gekommen bin, auf die Taste Y, vermute ich mal. So, gut. Jetzt läuft er wieder. So. Hier im Hof sind wir schon mal. Und da wollte ich mal ganz schnell Mischfutter geben den Tieren. Dann haben die immer Futter. Dann können wir auch Stroh geben. Ja, so ein alter Traktor hat einen richtigen Sound, ne? Aber anscheinend sind die modernen Geräte so optimiert, dass da im Grunde nicht mehr perfekt klingt. Kontrollgruppe Nil 0. So, keine Ahnung. Kann man einen Traktor zusammenhängen. Der hat sogar eine Klimaanlage oben drauf am Dach. Schon Wahnsinn. So, gleich mal kühlen, was geben. Könnte auch den Tieren mal Stroh geben, Heu, dass die mal ein bisschen Reserve haben, obwohl normalerweise da putzen die alles weg. Mischfutter gab es ja früher ja gar nicht. Dann gab es Silage, entweder Gras oder auch von Rübenblatt hat man auch genommen oder Mais und dann nochmal Heu. Aber extra ja mal gemischt? Nö, wüsste ich jetzt nicht. Milch wird auch gefahren, aber Blocking. Aber Milch müsste ich mir später um kümmern. Bevor wir in die Nacht jo. Immer die Tiere vor der Gegend, die Milch ist gerade tragisch.
noch. Aber Futter ist wichtiger. Müssen wir mal Gelegenheit Heu hinbringen. Aber ich glaube, ich habe ein Lager auch noch mit Futter. Nicht ganz so dramatisch. Wie gesagt, wenn man einmal Silage geben würde, würde auch gehen. Ah, es wird dunkel, ne? Machen wir Licht. Auf geht's. Das Triegel. Wie gesagt, die Wiesen werden eh umgeflügt. Oder beziehungsweise die bekommen dann eine neue Aussaat mit Weizen oder mit Gerste. Also ein Feld auf jeden Fall Gerste, andere Weizen, das ist schon klar. Und dann ist es egal, ob da nun ein bisschen Gras noch übrig bleibt. Lass mir keine Ruhe mit der Milch. Und hier fehlt was. So eine Leiste, Labor. Wo ist er? Sägewerk. Molkerei. 100%, ich war im Wege hier. Noch nicht. Bis sonst fahren sie mal alles kaputt. Das ist. Muss ich den ja später wieder rausholen. Mal schauen, ob er klarkommt. Globaler Markt muss ja leer werden. Wenn ich Milch bei Thüringen verkaufe, dann ist es ganz praktisch, wenn da nichts drin ist, dann kriege ich dann da am meisten Geld. Ne? Gut, hier muss ich jetzt mehr bezahlen und ist schon bezahlt eigentlich. Mal schauen, ob er auch fährt. Damit die nachts entsprechend arbeiten kann. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Klar. So. Mensch, das geht doch nicht. Man da hinten hinbringen. Zu viel des Guten. Ah, jetzt läuft die Sache. So. Jetzt kann ich mir hier um Kühe kümmern. Denn die Molkerei soll ja nachts ein bisschen arbeiten, das ist ja so, wenn ihr schlafen ein paar Stunden, wenn das Ballenpressen fertig ist, dann können die ja die Nachtruhe antreten, ne? Ansonsten geht's nicht. Aber die Kühe müssen Futter haben, ist wichtig. Dann ja nochmal Stroh. Gut, die waren versorgt. Können wir uns die
um die Jungtiere kümmern, ne? Da haben wir gut 1 Million Liter Hopfen geerntet. Nicht schlecht. Ist gut. Hoffen wir, dass wir nichts nachkaufen müssen. Aber das wird nicht reichen, das wird schon kommen. So. Das ist schon mal, ne? Unsere großen Kälber versorgen und dann mal sehen, Stroh. Da die mir. So, das können wir wegmachen. Zwei Weizen voll, dann fährt er. Können wir sehen, hier Blocking, schon wieder Blocking. Full, bin ich. Full, Weizen, klar. Blocking, Helfer. Der fährt. Der andere fährt auch. Gut. Ich dachte schon wieder Faulenzen hier. Und die brauchen noch eine Weile. Wie lange ungefähr? Was steht da? 25 Minuten. Ah ja, gut. Ich wünsche euch schönen Freitag, ne? Schönes Wochenende. Das fällt mir gerade so ein. So, ja, ich vergesse immer wieder, das ist bei mir leider normal. Ich sag mal, immer reif in Urlaub, aber mir will mir keiner Glauben schenken, ne? ja, gut. Ich sag mal, man kann nicht mit und man kann auch nicht ohne, ne? Ich sag immer, ich kann immer nicht beklagen, ich habe eine gute Arbeit, also von daher ist. Also ich kann mir echt nicht beklagen. Gut bezahlt. Es gibt Urlaubsgeld, es gibt Weihnachtsgeld. Geregelte Zeiten. Da muss ich keine Gedanken machen. Keiner geht hier auf den Sack, Anführungszeichen, ne? Hier war voll. Ich glaube nicht, dass Meister hier zuschaut, aber im Großen und Ganzen lässt er mich in Ruhe. Vorarbeit eigentlich auch. Bin selbst verantwortlich für meine Arbeit. Also alles andere. Klappt doch super, ne? Geregelte Arbeitszeiten, Betriebsferien im Sommer. Was will man mehr, ne? Der ist schon geplant. Ende Juli bis zum 13. August. Und ich plane für die mittlere Woche zu fahren. Ne, Justin, ich komme dann nach Hause. Zum Besuch. Kann ich den Computer mitbringen. Hauptsache die Grenzen sind offen. Aber vor der Wahl sind die Grenzen hundertprozentig auf. Da will er kein WLAN abverprellen. Aber ich hoffe mal, die WLAN entscheiden genau richtig. Und geben der CDU ihren Laufpass. Mögen sich alle wieder Optionen zurückfinden. Beziehungsweise auch der SPD. Und vertraut den Grünen nicht. Sag euch nur. Und sowas von käuflich. Tja, aber die AfD weiß ich auch nicht. Da mag es ja ehrlich jemand Menschen beigeben, aber ich weiß nicht, ob da
Traum? Na, kann ja auch nicht sein. Also ich sage mal nur eins, es gründen sich ja neue Parteien, auch wenn die nicht perfekt sind. Auch die müssen sich finden und die müssen Lehrgeld bezahlen. Ich sag mal lieber die, als die, die jetzt in Verantwortung Mist gebaut haben. In Anführungszeichen Mist. Ja, Absicht, sagt man so ganz vorsichtig. Da würde ich, wie sollen sie immer bewähren, in den Kommunalparlamenten und da sollen sie mal die Führungsspitze mal wegjagen, ne? Und dann können sie sich oben wieder aufbauen. Wird es auch nicht besser sein, aber wie gesagt, die haben es nicht anders verdient. So. Und jedem Bauern gegen einen Tipp, wenn die Parteien eure Forderungen nicht richtig anhören, dann gründet eine eigene Partei. Und dann könnt ihr eure eigenen Forderungen in einer vielleicht neuen Regierung entsprechend besser durchsetzen. Denn da kann man entsprechend den Daumen auf die Wunde legen und sagen, ihr wollt das und das, wir wollen das und das haben. So ganz einfach ist es. Ein Geben und Nehmen. Denn was ein perfider Plan ist, ist ja ganz einfach. Man sagt, okay, ich mache es den eigenen Bauern sehr schwer, dass viele Konkurs gehen. Und da wird im Ausgleich der Industrie entsprechend importiert und dass wir da wieder exportieren können. Das ist der wahre Plan. Ja, also. So, brauchen wir Stroh. Denn das kann ja nicht sein, dass auf einem Ende mit Vorschriften gemacht ohne Ende, dass man sich im Prinzip, dass die Produktion teuer wird. Und in meinen Tieren muss es gut gehen, das muss man mal dazu sagen, ne? Und möglichst kein Gift einsetzen auf der Landwirtschaft, ne? Also möglichst kein Gift. Aber wenn man die Vorschriften im Ausland nicht, also wenn man sagen könnte, hey, ihr dürft, also wenn man weiß ich, wo irgendwo in der Welt, falls ich in den USA richtig intensiv gearbeitet wird mit allem möglichen, mit allem möglichen Dreck und da die Preise entsprechend anders sind, ja, dann muss man sagen, ja, da muss man sagen, ey, halt, stopp, das geht so nicht. Das ist dann nicht fair. Das kann man ein bisschen natürlich verlegen, ne? Also da müsst ihr halt mehr als Bauer sagen, okay, können wir eine Partei und die auf andere verlassen, ne? Es gab mal zu Ostzeit auch eine Bauernpartei, keine Ahnung, ob das irgendwelchen Einfluss hatte, aber ich stell mal vor, dass da entsprechend ein Umdenken stattfinden würde. Zumindest wäre das möglich. Und regelmäßig die Spitze umändern. Dass sich ja keiner sich da korruptionsmäßig anfreunden kann. Ne? Es hat immer keinen Verdächtigen oder so, ne? Aber ich sag mal so. Da kann man vorbeugen. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal schön, Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao. Wünsche allen einen schönen Restfreitag und einen schönen Start ins Wochenende. Tschüss.